2020 nach Corona. Wir drehen heute am 25. Juni 2020. Hier ist Michael Theisen. Grüß dich, Michael. Hi, moin Sven. Grüße dich. Wir sind im Porsche-Zentrum Saarland und machen heute mal einen großen Rundgang und zeigen mal, wie das Porsche-Zentrum im Jahr 2020 aufgebaut ist. Bevor wir jetzt in den Showroom gehen, wir gehen mal ganz kurz, machen einen kleinen Rundgang. Das ist der Eingang. Und das Gebrauchtwagencenter, das ist jetzt wie lange da? Genau, also wir haben jetzt das Gebrauchtwagencenter im guten fünften Jahr. Das war vorher alles hier in unserem Haupthaus drin. Das heißt Auslieferung, Gebrauchtwagen, alles hat hier links stattgefunden, wo wir gleich noch reingehen. Aber wir sind so groß geworden, es funktioniert nicht mehr. Und da sind wir halt froh gewesen, dass wir hier ein Nachbargrundstück, was man gar nicht mehr so sieht, eine Halle bekommen haben, was jetzt wirklich eins ist. Ne? Also, ja, die ist auch toll. Also das bedeutet, ihr habt jetzt mehr Platz. Ihr braucht unglaublich viel Platz für Autos, muss man auch dazu sagen. Die sind alle natürlich abgeschlossen, die meisten. Das heißt, hinter Schloss und Riegel hier abends. Ja. Aber ihr braucht Parkplätze. Das ist immer ein Riesenthema. Genau. Also wir haben, du siehst jetzt hier, wir haben alles so ein bisschen aufgebaut in unserer Gebrauchtwagenhalle. Dort sind halt die zweitürigen Sportwagen alle untergebracht im vorderen Bereich. Hier rechts haben wir unsere Cayenne-Modelle stehen. Die Flotte Cayenne vor uns geradeaus, Panamera und Macan. Wir müssen halt immer, du siehst auch, der Bestand wechselt unwahrscheinlich schnell, der dreht sich sehr, sehr schnell, aber man muss halt immer einen hohen Bestand auch da haben, um den Kunden sein Wunschfahrzeug organisieren zu können, auch gerade im Bereich von Farben. Ne? Man roten Cayenne, wenn man so sucht, gibt es ganz wenige in dem Bereich. Ja. Ja, absolut richtig. Da kommt der Aufbereiter. Genau. Ist nämlich ziemlich wichtig bei uns, denn er kümmert sich unter anderem darum, dass die Autos glänzen wie neu. Genau, Vito hier im Haus, bei uns der Aufbereiter. Und wir gehen auch gleich mal kurz vorbei bei ihm. Ja, dann gerne. Gucken wir gerne mal rein. Und er hat den Lappen in der Hand. Also bei uns, wir haben keine Waschanlage. Ja? Also alle Autos werden hier von Hand gereinigt. Das stimmt. Ja, wenn du mal so liebes aufmachst, bitte nur mit Maske. Denn es ist noch Corona-Zeit, Schutzabstände, wie nehmen die Kunden das hin? Mittlerweile ist es, glaube ich, bei jedem integriert und angekommen. Also Maske aufsetzen bei Betreten vom Gebäude und halt auch der Sicherheitsabstand ist eigentlich kein Thema mehr. Ne? Ja. Selten, dass man noch einen darauf hinweisen muss. Ja, ihr habt hier eine Klimaanlage? Klimaanlage, die, indem du die Fenster kippst oder öffnest. Es ist trotzdem noch kühl im Moment. Ja, wir drehen ja jetzt heute, ich gucke mal auf die Uhr, 25. Juni. Ja, das ist der Desinfektionsspender, mittlerweile Standard. Aber ich sag mal, ist es notwendig, ist ja immer noch da, die Last. Ja. Aber ihr habt euch dran gewöhnt und auch die Kunden, oder? Richtig, auf jeden Fall. Also ist auch Gott sei Dank kein Hindernis. Also die Anfragen sind nach wie vor da, viele Interessenten. So ist es da vorne läuft auch ein Kollege, wie heißt er? Das ist ein Kollege von mir, genau, das ist der Markus Spettel. Einer von drei Kollegen, die hier oben im Gebrauchtwagenbereich sitzen. Hinten im Büro ist unser Verkaufsleiter, der Florian Ditzler. Werden wir mal kurz reinhalten, der ist laufend am Telefonieren. Denn was hat der für eine Funktion, was macht er? Verkaufsleiter ist hier bei uns im Hause, wie der Name schon sagt, der hat den Verkauf sozusagen im Griff und macht auch hier im Haus Preise, Ankaufpreise. Ist das dein Chef quasi? Genau, das ist mitunter unser Vorgesetzter, ebenso auch natürlich der Alexander Lang, unser Geschäftsführer. Der Florian Ditzler, da vorne ist es. Der Kollege hier im Auto. Der da? Ja, gut. Der sich versteckt hier. Der versteckt sich, das ist okay. So, und da vorne sitzt der Spettel, gell? Das ist der Markus Spettel, genau. Michael Kollitz sitzt hier vorne im Bereich und der Olivier Kufler, der ist jetzt gerade unterwegs, der sitzt hier vorne. Das ist der Kollege, der Französisch spricht. Und in Frankreich gab es ja auch Corona, er hat es unglaublich ernst genommen. Das war auch gut so. Ja, ist richtig, genau. Er nimmt es auch heute noch ernst, ist auch gut so, jeder nimmt es ernst, ja. Das nimmt keiner auf die leichte Schulter, aber wie du sagst, der Olivier ist halt hier im Haus der perfekte Ansprechpartner eigentlich im Bereich Frankreich. Er managt die ganzen Zulassungen für die Kunden, spricht natürlich in Wort und Schrift auch die Sprache mehr als perfekt. Ne? Also, er kommt ja aus Frankreich. Ein bisschen zurückziehen. Ja. Er spricht ja beides, Deutsch und Französisch. Ja, perfekt. Genau, so ist es. Besser Französisch wie Deutsch. Ja, ihr seid von den Porsche-Zentren in der Kategorie das Größte? Genau, wir sind Kategorie 4, zählen zu den größten Porsche-Zentren hier in Deutschland. Ist natürlich, wie gesagt, von Vorteil immer im Bestandsbereich, dass wir dort viele Autos an Lager haben und relativ nicht lange an Lager haben, aber immer viele an Lager haben, um dort auch den Kunden direkt bedienen zu können. Ja, ihr seid Teil der Scherer-Gruppe, klär mich auf.
Ja, wir sind Teil der Scherer-Gruppe, bedeutet, wir haben verschiedene Autohäuser, Scherer, Audi, VW, die ganze VW-Marke eigentlich, die ganzen Tochterfirmen, die dort integriert sind. An mehreren Standorten auch, oder? An mehreren Standorten, an richtig vielen Standorten, und zwei Porsche-Zentrum haben wir, eins davon ist hier in Saarbrücken. Das zeigst du gerade auf so das Neueste hier bei uns, das ist unser Elektro-Porsche, der Taycan, auch hier jetzt mit dieser Ladestation. Das ist was wir vor einem guten Jahr noch nicht hatten, beziehungsweise nicht so viele, weil wenn du jetzt so ein bisschen über den Hof schaust, du siehst überall die grünen Schilder. Ja, das ist die Ladestation. So, genau. Und hier wird gerade aufgeladen, denn mit Martini-Look, das sind Original-Porsche-Aufkleber, richtig? Ja, also die können wir so bestellen, die können wir aber auch so anfertigen, wenn jetzt der Kunde sagt, er wünscht zum Beispiel die Dachfolierung, diese Beklebung nicht. Das ist alles einzeln möglich. So, und da ist die Ladestation, ganz wichtig. Plug-in-Hybrid, mittlerweile großes Thema, die Versteuerung macht es möglich. Genau, also wir haben im Bereich Versteuerung 0,5%, natürlich hier unseren Taycan, den rein elektrischen. 0,25%. 0,25 ist ja. Halt das Thema, du musst an einen gewissen Listenpreis gebunden sein, da finden wir natürlich raus. Ja, da ist also ist der ein bisschen teuer, das heißt, der läuft mit 0,5 dann? Genau, der läuft 0,5, 0,25, nagel mich nicht fest, ich glaube so um die 40.000. Die 40.000, das habe ich gar nicht gewusst, das heißt also Autos, die teurer sind, die laufen dann mit 0,5? 0,5, ja. Okay, verstanden. Ja, großes Thema ist das Thema Service, da ist Schulung ganz großes Thema, es war ja nicht nur so, es kommen nicht nur neue Motoren, es kommt neue Grundeinstellungen jetzt durch die Elektromobilität. Das heißt, die brauchen neue Schulungen, neue Zulassungen. Ja. Nicht mehr jeder darf schrauben. Genau, also du musst mit Elektromobilität, also mit reiner Elektromobilität, kommen natürlich noch mehr Anforderungen wie mit Plug-in-Hybriden, was wir bis jetzt hatten. Das heißt, du musst natürlich noch mehr Jungs, aber das haben die auch alle schon hinter sich. Das war Gott sei Dank vor dem Thema Corona. Du kannst nicht alle auf Schulung schicken, also das ist bei Porsche immer so, dass verschiedene Mitarbeiter sagen, in dem Bereich wird sich spezialisiert, und wir haben aber ganz viele Jungs im Bereich Elektro halt, unser Chef hat das organisiert, dass die alle in dem Bereich topfit sind. Ja, auch hier, ihr habt jetzt noch mehr Bühnen, die mit dazukommen, da vorne ist noch ein Teil von der Aufbereitung, ihr habt aber was ausgelagert, ihr seid nämlich bei uns praktisch im Sender drin, oder wir sind bei euch, so kann man das sagen. Hier vorne habt ihr noch eine Hebebühne. Ich nehme an, dass das die entsprechende Annahme ist, oder? Genau, also wir haben hier eine Direktannahme. Das heißt, wir können hier direkt mit dem Kunden vor Ort das Auto begutachten, können drumherum gehen, was ist jetzt dran. Muss vielleicht noch abseits der Inspektion was am Auto, am Fahrzeug gemacht werden. Das hier ist jetzt gerade eine Rücknahme, wo ich die Tage hatte. Das heißt also, hier ist jetzt unser externer Gutachter im Haus, der sich dann das Fahrzeug in allen Details nochmal anschaut. Ja, dass okay. Wir auch nachher sagen können, das befindet sich in dem und dem Zustand, und das auch dem Kunden dann so weiterverkaufen können. Ne? Im Prinzip eine Art Check. Das heißt, ihr habt ja auch 111-Punkte-Check, auch Gebrauchte werden damit geprüft? Genau. Also der 111er, den machen wir selber, da brauchen wir keinen Gutachter dafür. Das ist ein Ablauf, der in der Werkstatt eingesteuert wird. Da werden die Jungs dann an 111 Punkten am Auto, an 111 Positionen am Auto den Zustand checken, und dementsprechend, wenn alles passt, kriegt er dieses Abrufsiegel. Tja, das hier ist was ganz Besonderes. Das ist halt das Neueste der Technik. Das Neueste der Technik. Fahrwerkbereich, egal was auch immer. Das habt ihr richtig investiert, oder? Das war nicht ganz billig. Das hier brauchen wir jetzt. Also du siehst ja, das Thema ist nicht nur, wir haben das Teil hier. Wir haben hier eine Ladestation, dort hinten hängt eine, vorne waren wir eben schon. Also wir haben richtig viel. Aber das ist High-End, das heißt, da kannst du schnell laden. Genau, das hier ist ein Teil, was im Moment bis 55 kW lädt. Das echt? Heißt also, das heißt, wenn ihr das anmacht, da geht das Licht wird ein bisschen dunkler hier in Mahlstadt. Es geht, die Sonne scheint, ja, es fällt nicht auf. Ihr habt eine eigene Leitung bekommen, ein eigener Transformator hier vorne. Ja. Die haben extra eine Leitung gezogen. Ja. Das heißt, ihr seid jetzt hier gerüstet, um die Autos auch wirklich mal schnell zu laden. Das heißt, ihr müsst mal so einen Taycan mal kurz mal aufladen, das geht. Also wenn hier einer mit dem Taycan leer ankommt und hängt das Teil dran, bist du in guten anderthalb Stunden voll. Ja, das Schöne ist, das kostet die Kunden auch nichts, oder, wenn ihr das hier aufladet? Genau, wir haben uns aktuell, auch unser Chef hat sich dafür entschieden zu sagen, das machen wir kostenneutral noch. Natürlich ist jetzt die Frage, wie lange noch? Sagen, wie lange, das ist um Gottes Willen. Aber, ja, aber jetzt im Moment ist es noch so. Im Moment ist es so, und auch aus jetziger Sicht bleibt es so. Ne? Ja, die Porsche-Kunden sind auch ganz, ich sag mal, authentisch. Also ihr habt unglaublich viele, die Marke lieben. Das ist schon fast ein Hobby. Ja, also wir haben Kunden, die können wir schon Fans nennen. Ja, also das ist das Schöne. Die leben die Marke. Das macht halt. Ich zeig das mal gerade hier vorne. Steht bitte nur mit Maske. Das muss man zumindest mal nochmal festhalten in Corona-Zeiten. Sicherheitsabstand 1,5 Meter. Aber man sieht es nicht so richtig durch die Scheibe. Es steht hier vorne wieder der Spender. Genau.
überall an sämtlichen Stellen ist der jetzt im Moment untergebracht. Ne? So, und hier sind wir dann im Neuwagenbereich? Genau, jetzt sind wir eigentlich in dem Bereich Neuwagen, nachher kommen wir noch in den Bereich Auslieferung. Ich wäre nur so lieb, wenn du vielleicht nicht einzeln auf die Modelle eingehst, sonst muss ich immer CO2 zeigen. Ja. Nee, wir gucken ja gesamt drüber, was jetzt auch mal schön ist vielleicht hier vorne. Also hier rechts sitzen unsere Empfangsjungs und Mädels im Moment. Mal, ich zeig die gleich mal. Ich bin gerade hier auf Driver Selection. Das ist eine eigene. Das ist Accessoires von Porsche. Praktisch Merch. Genau. Da muss ich auch schon lächeln, weil das ist einfach cool. Auch jetzt hier vorne, ob das so ein Polo ist mit dem Wappen drauf oder wenn wir hier durchgucken, unsere Soundanlage, die im 1:1 Verhältnis der Sportabgasanlage nachempfunden ist. Du hast sogar selber eine am Tisch gehabt. Genau, ich hab sie auch im Büro stehen. Das ist natürlich schon mega. Und es gibt alles. Ne? Also kannst den Tag mit dem Espresso beginnen, mit den Kids Kekse backen hier unten. Alles möglich, ja. Ja, das hier sind keine Spielzeugautos, das sind Modelle. Denn die sind auch nicht ganz billig. Sollte man vielleicht auch nicht auspacken aus der Schutzfolie und auf keinen Fall dem Kind geben, weil das macht es in 5 Minuten kaputt. Ja, also wir haben natürlich auch Autos für Kids, aber das hier sind Autos, die liegen so um die 250 bis 300 Euro. Das sind Kunstwerke eigentlich, oder? Genau, die sind auch immer limitiert, wie du jetzt hinten siehst. Ne? Also das heißt, da ist eine Chance sogar untergebracht, für da ein bisschen mehr zu bekommen nachher. Kaffeetassen habt ihr auch? Kaffeetassen, PC-Mäuse, Geldbörsen. Handyhüllen, alles, was das Herz begehrt hier. Espresso-Tassen. Hier vorne habt ihr iPads, Porsche. Das heißt, so ein Porsche-Fan, es gibt die und die. Die einen sagen, hey, ich kaufe mir mal ein Sweatshirt, ein Polo. Ja, also ich sag mal, die Polo-Kollektion von Porsche, die ist wirklich auch sehr schön, angenehm zu tragen. Hier haben wir jetzt auch ganz neu, sage ich mal, das hier sind jetzt so ganz dezent, ne, wo dann neue Porsche Turbo S zu sehen ist, auch im hinteren Bereich. Das ist Original Porsche. Das ist ja genau. Also das ist alles so eine Selection, die Porsche bietet. Auch so Pullis jetzt. Das ist jetzt auch ein neues Modell, was da reingekommen ist. Das ist halt cool, ja. Und das ist auch nicht zu aufdringlich, so dass du jetzt. Naja, wenn vorne Turbo draufsteht, geht damit in die Disco. Dann, aber es ist nicht so, dass da riesengroß jetzt poppig, farbig, sondern es ist Silber auf dunkel. Was Schönes ist das da hinten? Da ist so ein Windbreaker. Zeig mir den mal. Natürlich nicht so ganz billig, muss man sagen. Die Qualität ist aber super. Ja, also wenn du jetzt guckst, genau, 299 Euro bist du eigentlich im mittleren Segment. Ne? Porsche macht, also wenn die irgendwas machen, machen sie es richtig. Immer Qualität, korrekt? Ja, die Qualität ist groß geschrieben und man muss natürlich auch dabei sein, wenn mal was ist, wirst du nie alleine gelassen. Also wir haben hier im Bereich Lager, die wo auch diesen Shop hier betreuen, immer einen Ansprechpartner, auch wenn jetzt mal was wäre, da sagt Porsche nicht, wir schicken es ein oder, da wird ausgetauscht und fertig. Also da ist auch die Marke sehr kulant. Ne? Ja, es geht ja auch darum, es sind ja auch kleine Auflagen. Das heißt, die machen ja keine Millionen, sondern wir reden da vielleicht von Stückzahlen von vielleicht 1.000 oder so. Und das ist ein ganz anderer Herstellungsprozess. Die müssen das selektieren, machen und tun. Richtig. Wer das weiß, also Kleinstauflagen, die sind immer ein bisschen teurer. Es soll aber auch, bitte? Der Koffer, der wird zum Beispiel jetzt, wenn du sagst, du möchtest den, dann wird der für dich produziert. Ja, also das ist jetzt, wir haben jetzt hier ein paar Modelle stehen. Porsche hat auch immer eine ganz, ganz geringe Menge vorrätig, aber du kannst ja alle Farben, ob du jetzt, das hier ist jetzt Achard Grau, das ist die Standardfarbe. Wenn du jetzt sagst, ich habe ein weißes Auto, ein karminrotes Auto, kriegst du den genauso lackiert. Das dauert dann immer drei, vier Wochen. Der wird dann genau in der Farbe lackiert. Ja. Boah, krass. Wie ist der Preis in so einem Koffer? 800 Euro. Ist aber die Remova-Serie. Ist Remova, kennt man ja. Jo, also und das ist schon, also ich sag mal Kult, kann man schon sagen, Remova. Und Porsche passt gut zusammen? Absolut. Die zwei verstehen sich. Verstehen sich. Schon seit Jahren im Kofferbereich. Ja, ganz wichtig, Kappen, wenn man so wie ich immer weniger Haare hat. Nee, Quatsch, wenn die Sonne scheint ganz doll, kann man Kappen anziehen? Genau, verschiedene Modelle. Da muss man aber dabei sagen, also alles, was wir jetzt eigentlich hier zeigen, ob die Cappies oder die Mode-Collection, das dreht sich immer. Also da kommt wirklich, du kannst sagen, jeden Monat kommt irgendwas Neues dazu, was anderes fällt weg. Sammler. Haben wir mal so einen Bademantel hier bekommen. Ja. Genau, also das ist Golfbags in dem Bereich. Ich muss aber nicht so aussehen, oder? Um das hier kaufen zu dürfen. Nee, um Gottes Willen. Das sind die Werbefotos, die aber da sind. Wenn du die Lederjacke dir holst und die Sonnenbrille, dann siehst du... Naja, fast. Zieh mal Cappy auf, dann siehst du so ähnlich aus. Vielleicht vor 20 Jahren. Ich guck mal gerade. Also das sind die etwas preiswerteren Modelle, richtig? Das sind jetzt die preiswerteren Modelle. Man muss aber dabei sagen, 45 Euro ist nicht preiswert für ein kleines Auto. Aber so kannst du zumindest mal dein Fahrzeug, was du im großen Maßstab hast, hier auf den Tisch stellen. Genau, die auf den Tisch stellen. Jetzt weiß ich nicht, auf der anderen Seite, es gibt noch wirklich unter 10 Euro ein ganz cooles Kinderfahrzeug.
so ein Rückziehauto. Ja, steht jetzt leider nicht dabei. Das ist ein roter 992 und das ist natürlich cool. Das Ding ist unkaputtbar. Okay, das wäre für die ganz Kleinen, das kann ich auch mal nehmen. Genau. Ja. So sieht es aus. Ja, das Zubehör, hier vorne habt ihr noch eine Sitzecke. Hier kann ich mich ganz dezent zurückziehen, wenn ich mal meine Ruhe haben will. Genau. Wir haben ja, manche wollen warten, wollen ein bisschen arbeiten in der Zeit. So wie jetzt hier eine Zone haben wir drei Stück hier. Hier ist noch Corona, muss man dazu sagen. Das heißt, es wurde erst vor kurzem aufgelöst. Ich glaube, heute Morgen. So, deswegen Kinderspielen habt ihr auch gemacht. Ihr habt Holzspielzeug. Das ist natürlich auch ein Porsche, korrekt? Das ist auch ein Porsche, zumindest mal im Format. Nee, schön. Gefällt mir. So, wir gehen mal kurz da vorne hin, denn Fahrzeuge habt ihr hier vorrätig. Wie viel Zeit sollte ich denn mitbringen, wenn ich mal ins Porsche-Zentrum komme und habe mein Wunschmodell noch gar nicht gewählt? Also perfekt ist natürlich immer, wenn vorab ein Kontakt per Telefon oder Mail stattfindet. Natürlich ist das Telefon ein bisschen persönlicher, aber dann können wir halt immer garantieren, dass auch einer, ich oder ein Kollege von mir, auch die Zeit hat, ach, die sollte man sich nehmen, die muss man auch investieren, das ist einfach so. Und wir haben so viele verschiedene Möglichkeiten. Wir gucken nachher mal noch hinten in eine Lounge rein, wo auch verschiedene Farben vorrätig sind. Und die kann man halt nur in aller Ruhe, Stunde, anderthalb, zwei, mit dem Kunden besprechen. Und wie ist denn der Preis von so einer ausführlichen Beratung? Was kostet die? Der Preis ist kostenfrei, das kostet gar nichts. Ne? Ja, das sagt man jetzt so. Also gerade die Anschaffung von einem Porsche, da muss man viel wissen, man muss Probe fahren und so weiter. Das erinnert mich schon so ein bisschen wie an ein hochwertiges Bad oder eine Küche, wo man sich Gedanken macht um Farben, Formen, was für ein Auto nehme ich denn jetzt? Es gibt wahrscheinlich die und die, die sich beraten lassen wollen und die sagen, ich kann den 901, 2 in grün, die alles machen. Aber wenn man den konfiguriert, das ist das große Thema, da kann man viele Fehler machen, denn genau. Es gibt so viele Häkchen. Genau, also es gibt auch, erstens muss man sagen, es ist ein absoluter Sportwagenhersteller, das heißt, du kriegst Quersperren, Hinterachslenkungen, du kriegst Systeme rein, Wankausgleichungssysteme, damit kannst du erstmal gar nichts anfangen, wenn du in dem Konfigurator dir das Ganze durchliest. Ganz schlimm ist, wenn du was vergisst. Also das ist mir mal passiert, der Kollege hat jetzt ein Audi bestellt bei euch bei Scherer, hat die Sitzheizung vergessen und der hat Embleme, Sportembleme, Sportausführungen, allen drum und dran, die haben das Häkchen nicht gemacht. Okay. Und ist gekommen ohne. Ist gekommen ohne, ja. Da muss ich jetzt sagen, das ist ganz cool bei uns, also der Kunde konfiguriert, wenn der es vergisst, sollte es uns auffallen. Wir gehen es immer noch mal durch mit dem Kunden, aber jetzt kommt was Schönes und das, glaube ich, macht auch nur Porsche. Da sitzt wirklich jemand, der die Bestellung annimmt, die wir dorthin schicken. Und der würde anrufen, was du jetzt machst. Entsprechend und sagt, validiert und sagt. Du hast immer einen Kunde, der sagt, Mensch, ich fahre das Ding im Sommer, ich will keine Sitzheizung. Dann ruft in der Tat Porsche an und sagt, Leute, hat der Kunde das so gewollt? Wollt ihr wirklich keine Sitzheizung in das Teil integrieren? Und das ist schön. Also daran merken wir, es ist... Ja, es war jetzt, ist auch noch nie vorgekommen. Das merken wir uns natürlich. Aber das ist natürlich im Sommer ist das kein Thema. Aber im Winter haben wir es schon gemerkt, ja. Sitzheizung ist immer auch, wenn du abends offen fährst mit dem Cabrio, ist eine Sitzheizung von unten schon angenehm, ja. Ja, da sitzt ein ganz wichtiger Kollege. Genau, jetzt sind wir in dem Bereich, wo die zwei anderen Kollegen sitzen neben mir. Das ist der Michael Baldes im Neuwagenbereich jetzt. Wobei wir alle, also die Jungs im GW-Bereich, verkaufen auch Neuwagen. Wir hier im Neuwagenbereich verkaufen auch die Gebrauchtwagen. Natürlich ist das eine ein bisschen lastiger wie das andere, verständlicherweise. Nebendran sitzt jetzt der Kollege Sascha Corallo. Ich sag mal ganz kurz, ihr habt unglaublich viele Auszeichnungen. Ja, das dank unserer Kunden. Ne? Ich sage das mal, das Porsche-Zentrum Saarland gehörte im Geschäftsjahr 2016 zu den erfolgreichsten Händlern. Das ist wirklich so. Ihr seid einer der besten Händler Deutschlands, hier in Saarbrücken. Ja. Also jetzt nicht hier in Saarbrücken, sondern ihr habt Stückzahlen, das ist schon Wahnsinn. Ja, das ist halt an die Größe gemessen, sage ich mal. Ne? Du kriegst die Kategorie immer über eine gewisse Stückzahl. Und da in der Mitte hängt auch was ganz Cooles, das haben wir damals gewonnen. Einmal die Verkäufer hatten alle teilnehmen können. Steht Valencia. Über die Verkaufszahlen und der Service konnte über die Kundenzufriedenheit dort punkten. Und da sind wir, das ganze Team, sind dann wirklich nach Valencia geflogen und hatten dort ein bisschen Spaß, ein schönes Wochenende. Das heißt, wenn ich jetzt Fußball spielen würde, hätte ich ganz viele Fußballpokale und ihr habt Urkunden. Genau. Ja, da vorne sitzt der Sascha. Genau, Sascha Corallo, auch hier unten im Verkauf bei uns im Haus. Man sieht auch immer jetzt schön die Trennscheibe davor, die müssen wir halt im Moment noch aufrecht halten. Ah, das ist die da vorne, gell? Diese Plexiglasscheibe. Er grüßt. So, und hier vorne ist Buchhaltung, Abwicklung? Genau, hier ist Bereich Disposition, wo du jetzt reinschaust. Hinten dran sitzt unser Boss, der Alexander Lang. Und hier im vorderen Bereich haben wir zwei Disponentinnen, die das Ganze machen. Marketingbereich ist hier vorne untergebracht. Toll. Ja.
Ist eigentlich schon alles sehr kompakt. Ne? Und ganz viele Autos. Ihr habt einen Bereich, da finden Auslieferungen statt. Das ist, glaube ich, einmal hier kann man rausfahren. Also das könnt ihr konfigurieren? Genau. Hier vorne fahren wir natürlich, wir haben hinten einen kleinen Bordstein. Das heißt, hier vorne müssen wir die Fahrzeuge rausfahren, die absolut keine Bodenfreiheit haben. Das heißt, die Rennsportmodelle GT3 RS, GT2... Also als ich den Elva bekam und den Panamera, die sind hier rausgefahren. Ja. Ihr habt aber hinten noch eine Möglichkeit. Genau, hinten ist ein bisschen mehr Platz. Also hinten können wir maximal 6 Fahrzeuge parken, um dort auszuliefern. So, ihr habt natürlich gar keinen Platz, deswegen habt ihr die Räder hier gelagert, richtig? So schlimm ist es nicht. Also, es ist, ihr wollt die auch verkaufen. Genau, hier kann man sich mal angucken, wie schaut ein Winterrad aus von der Felge her, was gibt es für Möglichkeiten. Vom Boxster bis zum Taycan ist alles dort hinterlegt. Und aber das hier wäre doch jetzt eigentlich so eine Idee, man könnte ja einfach mal die Winterräder sich auch mal ins Wohnzimmer stellen. Das sieht auch cool aus. Hat was. So, hier vorne sind noch mehr Kollegen. Genau, jetzt sind wir im Bereich Service. Also hier sitzen unsere Service-Jungs im Bereich Annahme. Das heißt also, der Kunde wird vorne begrüßt bei unserem Empfang und die sagen dann Bescheid, Kunde XY ist da und dann kommen die Jungs nach vorne, nehmen den Kunden in Empfang und besprechen dann hier am Platz in aller Ruhe, was halt gemacht werden muss am Fahrzeug oder was gerade ansteht. Ja. Ersatzteil und Zubehör, hier vorne ist der Zugang dann zum Lager. Hier ist ein ganz wichtiger Mann, hat einen italienischen Namen. Er ist der Leiter Ersatzteile Verkauf, glaube ich. Zubehör, genau. Also der Sandro Bertucci, das ist der Bereichsleiter in dem Fall. Das heißt, der hat Lager im Griff, Ersatzteilbestellungen auch für den Selection Shop. Ich habe ihn gerade eben schon angesprochen. Hallo. Hallo. Du hast einen italienischen Namen, du sprichst aber nicht so gut Italienisch. Nee, also wie gesagt, besser Italienisch essen als reden. Das liegt an meinem italienischen Vater und deutsche Mutter halt, so wie das dann halt eben kommt. Ne? Sandro Bertucci, das ist ein cooler Name. Du könntest auch Filmstar sein damit. Also es ist so. Aber er ist der Leiter Ersatzteile und hat drei Leute, richtig? Drei Leute im Team? Drei Leute in einer auszubilden. So, das allerletzte Büro hier im Laden hast du. Genau, ist leer, da sitze ich nochmal drin, genau. Ja, und ich gucke mal gerade auf die Uhr, wir haben noch 1,5 Minuten. Dann zeige ich noch ganz kurz deinen Farbbereich, denn wie bei einem guten Friseur, hier ist übrigens die Auslieferung. Das heißt, Auslieferung, genau, da haben wir auch noch zwei der Ecken, wo ich eben gesagt habe, so ein bisschen Rückzugsorte, wo die Kunden sich mal ein bisschen... Da vorne steht schon Taycan zur Auslieferung. Genau, Taycan zur Auslieferung, der hier geht morgen raus, alles soweit vorbereitet. So, und hier vorne ist euer Farbbereich, da sitzt jetzt jemand drin. Genau. Da gehen wir jetzt mal nicht rein, aber... Das ist zumindest mal unsere Fitting Lounge, so nennt sich das Ganze. Wir dürfen mit Sicherheit einmal kurz durchfilmen. Genau. Wir gehen mal ganz kurz raus und dann zeige ich mal ganz kurz diesen schönen Sportwagen. Und ich gehe schon mal ganz schnell hier rein. Da ist nämlich die Farbvarianten, Farben und Materialien. Hier kann man alles anfassen, genau. Hier kann ich alles sehen. Genau. Und es riecht sogar nach Leder. Also es ist wirklich... Nee, es ist wirklich so, also es ist haptisch hier, oder? Ja, also hier ist der Bereich, sage ich mal, wo wir das anfassen können, was nachher im Auto ist. Ne? Du hast noch 20 Sekunden. Okay, dann wenn du einmal durchsäppst, sieht man schon alles. Ne? Also, du kannst alles konfigurieren. Wie entsteht der Griff, genau welche Griffe gibt es? So, ganz schnell, in welchem Porsche-Zentrum sind wir? Saarland, Porsche-Zentrum Saarland im Rotfeld 19 hier in Saarbrücken. Genau, und ihr habt Kunden aus ganz Deutschland, die wirklich herkommen? Genau, anrufen, kontaktieren. Tschüss, Michael Thaisen. Ciao, ciao.